Einen schönen Abend, herzlich willkommen im Sudetendeutschen Haus im Stiftesaal bei einer bereits dritten Veranstaltung in der Reihe Böhmische Spuren in München. Diese Reihe schließt an das Buch, das Stifterverein 2020 herausgebracht hatte, Böhmische Spuren in München, Geschichte, Kunst und Kultur. Der Herausgeber ist Joso Jumbo und es ist ein Buch, in dem alle interessanten Hinweise auf Tschechen und Tschechinnen, Mähre und Mährinnen, die in München in den letzten 200 Jahren gelebt haben, hier etwas bewirkt hatten, gearbeitet haben, versammelt sind. Wir haben aber in dem Buch, also relativ bewusst, also nicht relativ, wir haben bewusst in dem Buch darauf verzichtet, Personen aufzunehmen, die noch leben. Das war auch ein Schnitt. Und da es aber eben immer noch viele gibt, die in München wirken und der Stadt auch ihre Spur, in der Stadt auch ihre Spur und ihre Wirkung hinterlassen, machen wir diese Reihe mit eben denjenigen, die noch selbst zu Wort kommen können. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend eben eine Böhmin, kann man sie so bezeichnen als Böhmin oder Gablonzerin, zu Gast haben, nämlich Gudrun Heißig. Sie ist vielleicht vielen bekannt als jemand, der sind die Worte oder Reden anderer Personen überträgt. Sie ist Dolmetscherin und Übersetzerin aus dem Tschechischen und hat hinter sich viele Aufträge auch eben im öffentlichen Bereich, weil sie auch bei Politikern und auf Tagungen dolmetscht. Und deshalb kann man eben ihr Gesicht und vor allem auch ihre Stimme. Aber ich glaube, man weiß tatsächlich sehr wenig über sie. Und für mich ist es die Gelegenheit, ich habe mich auch gefreut, dass sie die Einladung angenommen hatte, erstmal eben sie in den Vordergrund zu stellen als Person und nicht nur als jemand, der quasi zwischen den beiden Sprachen hin und her über fremde Wörter überträgt. Also herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind. Grüß Gott, guten Abend. Grüß Gott und guten Abend miteinander, alles hier. Ich freue mich, dass Sie so einigermaßen zahlreich erschienen sind. Und ich danke auch jetzt für die nette Einleitung, wobei ich sagen muss, es ist eigentlich schon richtig bei einer Dolmetscherin, Übersetzerin auch, aber Dolmetscherin, dass man von ihr wenig weiß, weil das war so eine alte Lehre. Als ich angefangen hatte, sagte mir ein alter Dolmetscher, also Sie müssen so übersetzen, dass alle meinen, dass der Mensch, den Sie übersetzen, Sie sind. Also Sie sind ganz unwichtig. Nur das, was Sie vermitteln, ist wichtig und der Referent oder Referentin, das sind die wichtigen Leute. Sie sind ganz unwichtig. Ja, und daran habe ich mich eben gehalten und habe mich möglichst unsichtbar gemacht, was aber nicht immer gelungen ist, das gebe ich ja zu. Also immer war ich nicht unsichtbar. Ja, also um da ein bisschen das Dunkel um meine Person und hauptsächlich aber auch die zahlreichen Fragen, warum ich denn so spät aus Da waren wir noch nicht, nein? Das weiß man noch nicht, dass weiß ich so spät. Ja, ich dachte, das wäre auch so ein bisschen der Hintergrund. Also, ich bin in Gablonz an der Neiße geboren, als Gudrun Heißig im August 1942. Als Gudrun Miet. Als Gudrun Miet, jawohl, Entschuldigung. Also jetzt fange ich schon mit Fehlern an. Als Gudrun Miet bin ich geboren und zwar in einer deutschen Familie. Meine Vorfahren kamen teils aus dem Friedländischen, teils aus Gebirge, Schumburg, Dessendorf, also mehr dann in Richtung Isar, aber hauptsächlich Riesengebirge. Allerdings meine Eltern sind schon in Gablonz geboren. Und meine Großmutter allerdings, mütterlicherseits, die kam aus Turnau und ist eine Tschechin gewesen. Und diese Großmutter hat einen Deutschen geheiratet, hat sich bei Volkszählungen, wie es damals eben für Frauen ja häufig so war, auch als Deutsche gemeldet. Das ist ihr dann nach 45 sehr bös ausgelegt worden. Aber sie hat selbstverständlich, das war keine Besonderheit, mit meiner Mutter
Tschechisch gesprochen, sodass meine Mutter zweisprachig aufgewachsen ist als Deutsche, aber im Zweisprachig. Und genauso bin ich zweisprachig aufgewachsen von klein auf, sodass ich dann 45, wo es dann schon sehr gut war, dass man nicht draußen Deutsch sprach, auch Tschechisch konnte. Also jedenfalls, das habe ich meiner Großmutter zu verdanken. Und es gab dann natürlich eine zahlreiche tschechische Verwandtschaft, die hauptsächlich eben um Turnau herum und in Reichenberg wohnten, mit denen wir aber immer Kontakt hatten, die eben dann auch nach 45 sich wirklich sehr bemüht haben, dass wir wenigstens so einiges, ein paar Schmankerl kriegen. Also in der Beziehung bin ich einfach sehr normal für unsere Gegend, für das Sudetenland aufgewachsen. Woanders war es ja sogar üblich, dass die Leute eben extra ihre Kinder ins Tschechische schickten, umgekehrt. Tschechische Kinder kamen rauf, zum Beispiel zu uns nach Gablonz und lernten da Deutsch. Also auch in meiner Familie war eigentlich viele, viele Jahre dann immer ein junges Mädchen, später eine junge Frau, später dann ihr Sohn, das war dann in den 50er Jahren, die einfach bei uns weiterhin Tschechisch sprachen, Deutsch sprachen. Die stammten wirklich aus den tiefsten Inlern, Böhmen, also die waren aus Šetaty, das ist also nördlich von Prag, also eine Gegend, wo es keine Deutschen gab, aber sie waren eben der Meinung, das gehört dazu, dass man hier auch Deutsch lernt, und das wurde tradiert. Ich habe dann irgendwo festgestellt, dass ich ja durchaus sehr frühe Erinnerungen haben muss, denn in diesen Erinnerungen an diese ganz frühe Zeit gibt es so eine Geschichte mit einer Puppe, die immer mit mir in den Keller laufen musste, wenn Flugzeuge kamen. Diese Flugzeuge, das waren offensichtlich alliierten Flieger, die in Richtung Dresden oder eben in die Gebiete flogen. Und bei uns wurden dann offensichtlich, aus welchen Gründen immer, auch mal eine Bombe abgeworfen. Also das war die Puppe Fanny hieße und die Flugzeuge, vor denen man immer sich in den Keller flüchten musste. Und dann kommt eine Erinnerung, die dann schon also in diese schlimme Zeit nach 45, also nach dem 5. oder 9. Mai 45 gehört, wo mich nämlich schwarze Stiefel anbrüllen. Und diese schwarzen Stiefel, die waren für mich eigentlich immer ganz klar, Stiefel kennen Brüllen, bis ich dann irgendwann von meiner Mutter erfahren habe, was es damit auf sich hat. Meine Mutter konnte perfekt Tschechisch und hat dann, wenn es darum ging, dass sie einkaufen fuhr, hat sie keine weiße Binde getragen, keine Armbinde, die ja damals für Deutsche verpflichtend war, weil sie ja Tschechisch konnte und sich darauf verließ, naja, wenn ich jetzt irgendwo einkaufe, kann ich genauso als Tschechin gelten, und hat sie irgendwie Binde weggelassen, die Armbinde. Und sie hat mich dann offensichtlich mal mitgenommen. Das war ganz wichtig, wenn es dann wenig Ware gab und die Schlange dann eben zu lang war, dann hieß es immer, da kann ich mich auch noch erinnern, immer, die mit den weißen Bünden müssen raus, also die Deutschen raus, die kaufen unser Zeug weg. Also diese Stimmung, die gab es durchaus im Mai 45. Ob zwar eben das nicht alle waren, und es waren fast nie Leute, die wirklich mit uns in Gablonz zusammengelebt haben. Denn in Gablonz gab es natürlich nach 1918 einige Tschechen, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Drittel. Es gab insgesamt ca. 30.000 Einwohner, und ich nehme an, so mit der Umgebung gerechnet, könnten es vielleicht schon gegen die 10.000 Tschechen gewesen sein. Ich weiß es nicht. Da habe ich keine richtigen Angaben gefunden. Vielleicht waren es auch nur 5.000. Jedenfalls, es gab Tschechen und es gab Deutsche in Gablonz dann nach 1918. Und ich hatte dann offensichtlich meine Mutter aus den Augen verloren und habe dann halt in meinem Schreck geschrien, Mutti, Mutti, statt Mami, Mami. Wenn ich Mami, Mami geschrien hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber mit Mutti, Mutti, das war natürlich schon sehr böse. Also da wurde ich halt von den Stiefeln angeschrien. Frau Heusig, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, warum war dieser gemischte Hintergrund, also deutsch-tschechische, der Grund dafür, warum Ihre Familie dann nicht vertrieben worden ist? Da nehme ich etwas schon vorweg. Ja. Also Sie waren ja 42 geboren, das heißt, Sie waren noch in der Zeit des Krieges ein kleines Kind, und eben die Erinnerungen sind eigentlich erst danach gekommen. Aber
ihre Familie durfte ja bleiben in der Tschechoslowakei, eben wegen dem Hintergrund oder war es was anderes? Nein. Der Hintergrund war absolut prosaisch und es war also weder irgendwie guter Wille. Das heißt, alle die bekannten Tschechen, die wir hatten, die haben immer gesagt, also mein Vater, den müssen Sie doch nicht verstecken, der hat uns doch immer geholfen. Also wir hatten niemanden von den ansässigen Tschechen, die irgendwie wollten, dass wir weggehen. Aber es war so, dass meine Mutter, die konnte halt Deutsch wie Tschechisch und Englisch und Französisch. Und da hat man eben, wir mussten ja von was leben. Und dann ist sie eben, da war sie in der Buchhaltung und hat also per Korrespondenz die ganzen Außenstände eines Exportunternehmens einbringen sollen. Das war die Firma Brjitschka, also ein schöner deutscher Name, Brjitschka, nicht mit C-Hakel, sondern TSCH geschrieben, die natürlich auch sofort enteignet wurden, die auch sofort weg mussten. Wie überhaupt, wenn ich zu dem Thema was sagen soll, ist ja so gewesen, in Gablons gab es natürlich sehr reiche Leute, es gab diese Exporthäuser, die Exporthäuser waren meistens also schon auch sehr schöne große Häuser, die hat man eben eingenommen, die hat man konfisziert. Die Häuser waren alles schöne Villen mit großen Gärten und da hatten die Leute im Grunde keine Chancen. Die sind gleich bei der ersten Welle, bei der wilden Vertreibung, die recht tragisch ausgegangen ist, eben vertrieben worden. Wogegen wir wohnten in einer normalen Stadtwohnung. Meine Großmutter, die wohnte ein bisschen am Stadtrand, in keiner Villa, es war ein schönes Haus, aber keine Villa. Aber ein Riesengarten, die musste ja auch gleich raus. Und ihr Sohn, der war also aus dem Ersten Weltkrieg noch schwerst verwundet, der ist dann einfach ja, elende zugrunde gegangen, weil er keine Medikamente bekam. Aber in der Stadt, in den Stadtwohnungen, die waren fürs erste Mal unattraktiv. Und da wurde eben dann meine Mutter die Ernährerin von meinen beiden Großeltern, weil wie gesagt, meine Großmutter galt ja dann als Verräterin. Mein Großvater war ja eh Deutscher. Mein Vater, der hatte eben Angst gehabt, jetzt rauszugehen. Er hat zwar nichts angestellt, aber er war ja im Krieg gewesen. Er war natürlich Soldat gewesen und zwar war er in Frankreich Soldat. Dass er aber in Frankreich Soldat war, das wussten manche Leute. Und dann sind zwar die Leute immer wieder gekommen und sagten, ja, der Herr Miet hat uns immer geholfen, aber darauf war kein Verlass, weil es waren ja auch noch diese sogenannten Revolutionsgarden um die Wege und die waren gefährlich. Die haben auf niemanden, auch auf die eigenen tschechischen Freunde oder sonst was, die also für jemanden sich einsetzen wollten, keine Rücksicht genommen. Also davor hatte man halt vermutlich, so habe ich es aus der Erzählung erfahren, Angst gehabt und da war dann eben meine Mutter mit ihren Sprachkenntnissen, Buchhaltungskenntnissen, diejenige, die da wirklich fest angestellt war und auch nicht entlassen wurde, auch nicht später, wo sie dann gesagt hat, naja, wenn jetzt der Transport geht, soll ich mich da nicht vorbereiten müssen? Nein, nein, sie können erst, wenn sie Ersatz bekommen haben. Den Ersatz, den bekam sie halt nicht 45, den Ersatz bekam sie 46 gegen, ich glaube, Ende des Sommers zeichnet sich jemand ab, dem sie also die Kasse, sie hat ja auch noch die Kasse verwaltet von der Firma Brjitschka. Und mittlerweile ist aber dann mein Bruder unterwegs gewesen. Und das war dann eben eigentlich etwas, ja, schon sehr spannend. Meine Mutter war dann im 8. Monat und da hieß es dann, also jetzt müssen wir mit dem letzten Transport, das war der letzte Transport im Dezember 1946, wo wir eben da für den bestimmt waren. Und da haben dann die Mitarbeiterinnen, es waren ja dann alles tschechische Mitarbeiter in der Firma, eben wirklich sich unwahrscheinlich eingesetzt, sind also mit meiner Mutter zum Gynäkologen gegangen und zwangen den, der wollte nämlich nicht, aber sie haben ihn gezwungen, dass sie meiner Mutter Bestätigung ausgestellt haben, dass sie im 8. Monat schwanger ist und nicht in den Transport kann. Und der war also ziemlich gegen Deutsche eingestellt, aus welchen Gründen immer. Also angeblich war er nie im KZ, wie es damals hieß. Das habe ich nämlich vor ein paar Jahren erst dann in Gablons erfahren. Jedenfalls hat der
dann also dieses Schreiben ausgestellt, hat dann aber noch einmal dick rot drüber geschrieben, notfalls mit einem Rotkreuz-Auto, sofort nach der Entbindung, notfalls mit einem Rotkreuz-Transport oder so, irgendwie muss das formuliert gewesen sein. Und ja, das war dann halt der Grund, warum dann wir noch nicht in den Transport kamen. Der Transport war wirklich der letzte. Es sind keine Transporte mehr gegangen. Die ganze Dokumentation zu diesen Transporten habe ich ja nach vielen, vielen Jahren, als ich mal große Übersetzungsmassen hatte, gefunden. Und eines dieser Unterlagen wäre dann auch in Gablonzer Haus in Neugablonz zu finden, wo eben dann wirklich tschechische Industrielle zum Beneš gegangen, zum Präsident Beneš gegangen sind und ihm eben gesagt haben, dass wir machen die ganze Wirtschaft kaputt, das sind alles Fachleute, egal in welchem Bereich, die dürfen nicht entlassen werden, die dürfen nicht in die Transporte. Und er hat ihnen dann zwar negativ geantwortet, aber offensichtlich wurde dann Ende 46 halt doch irgendwie klar, dass da eben praktisch ganze Exportzweige vernichtet werden. Und dann wurde eben niemand mehr, aber dann wurde niemand mehr rausgelassen, auch wenn er gewollt hat. Und das waren eben in Gablonz noch sehr viele. In Gablonz sind vermutlich, ja in Gablonz allein nicht, aber in dem ganzen Bereich Isengebirge, so Gablonz bis Friedland, bis ins Gebirge hinauf. Da sind, ja, wie wir immer uns eingebildet haben, wir haben das nur so vermutet, circa 10.000 Deutsche insgesamt geblieben. Weil in den Gebirgsdörfern, die waren ja nicht sehr reich, da gab es dann eben auch praktisch nur noch deutsche Leute in den kleinen Häuschen. Also das war der Grund, ja, warum wir da eben dort geblieben sind. Und nach dem Jahr 46, da hat man dann schon sich sehr bemüht, rauszukommen. Und es gab dann nur eine ganz, ja, blasse Möglichkeit, in die russische Zone zu kommen. Das wollte natürlich niemand, da wusste jeder, ja, dass es halt dort nicht so toll ist. Man wollte in die amerikanische oder in die französische, am liebsten aber schon in die amerikanische. Und das war fast nicht zu erreichen. Also, und deshalb blieben wir dann. Blieben, ja, und blieben. Und also man weiß inzwischen auch vielen Zeitzeugen, Interviews und Erinnerungen, dass für die Deutschen, die eben geblieben sind in der Tschechoslowakei, dass das überhaupt nicht einfach war. Also Sie hatten das Glück, glaube ich, kann man so sagen, dass Sie eben auch tschechischsprachig waren, ja, und diese Sprache auch auf der Straße benutzen konnten. Aber ich glaube, in so einem kleinen Ort letztlich wie Gablonz wusste jeder, wer ist. Wie war es für Sie dann? Sie sind ja dann auch in die Schule gegangen. Wie war die Atmosphäre? Wie haben Sie sich als Deutsche gefühlt in der Zeit? Also ich weiß, also Sie sind aus einer gemischten Familie, das macht es vielleicht auch ein bisschen Besorgnis, die Situation, oder auch nicht? Also sehr gemischt waren wir eben nicht. Wir haben eigentlich immer uns als Deutsche bekannt. Und zwar, und den Eindruck hatte ich dann allerdings schon, dass bei all den Versuchen, wenn jemand vielleicht gesagt hat, naja, jetzt gebt euch als Tschechen aus, das haben wir nicht gemacht. Mein Vater hat ab 45 sich geweigert, ein tschechisches Wort zu sagen. Vielleicht hat er ein, zwei Worte gesagt. Er hat zwar Tschechisch, wie man dann erst, nachdem er 64 in Deutschland war, plötzlich hat er mit jemandem Tschechisch gesprochen. Der hat die ganzen Jahre kein einziges Wort mehr Tschechisch gesprochen. Und ja, für ihn ist irgendwie, waren so viele Enttäuschungen mit allen möglichen verbunden. Also jedenfalls meine Mutter und ich, natürlich mein Bruder genauso, meine Oma, wir sprachen schon Tschechisch. Aber sobald wir dann also in die Schule gingen, also 48 kam ich dann in die Schule, ab da war es selbstverständlich, dass ich in der Schule Tschechisch spreche und zu Hause wird Deutsch gesprochen, damit ich das Deutsche nicht vergesse. Und dieser Moment, der war auch den Lehrern bekannt, das wussten die. Und es war bestimmt auch eine Ausnahme, so wie es eben mit der ganzen Behandlung von Deutschen und der ganzen Zeit war. Es war überall anders und es waren alles Einzelschicksale. Es gab im Grunde, sicher, es gab die Dekrete, es gab irgendwie Verordnungen, aber die Menschen haben ja auch irgendwie, da waren sie beteiligt und da waren eben sehr viele ganz anders. Und ich hatte offensichtlich auch das Glück, dass ich also unwahrscheinlich liebe, respektive für mich sich interessierende Lehrer hatte. Ich konnte Tschechisch, das ja, aber es war halt dann in der Klasse so,
dass immer wieder sogenannte Inspektoren, also mir konnte nie jemand erklären, was es auf sich hatte. Aber es kamen Männer, immer Männer, die nannten sich Inspektoren, Inspektorin, und die fragten dann unter anderem, aber es war eigentlich die Hauptfrage, wer ist hier anderer Nationalität als der tschechischen? Und das war eigentlich eine idiotische Frage. Die haben ja da das Klassenbuch gehabt, die haben alles gehabt und die Nationalität wurde ja geführt. Die wurde ja auch in allen möglichen Dokumenten angegeben. Und jedes Mal musste man halt dann, das war in der ersten mit 6 Jahren, mit 7 Jahren, musste man sich eben dann melden, dass man anderer Nationalität als tschechischer Nationalität war. Naja, und da kam dann also meine Lehrerin, ich glaube, das war dann in der 2. Klasse, die stellte sich immer neben mich, nahm mich um die Schulter und sagte auf Tschechisch, also sage ich es jetzt, to je naše gutinka, da bist du eine lepší diktati. Das ist unsere kleine Guti, also es war die Kose von Gudrun, das ist, und die schreibt die besten Diktate. Das hat diese Lehrerin bis zur 5. Klasse durchgehalten. Also später kamen diese blöden Frageleute nicht mehr. Es waren andere Momente, aber die ersten 2 Klassen bis zur 3. Klasse hat sie also gemeint, sie muss mich da irgendwie beschützen oder herausheben. Und dieser Lob der tschechischen Lehrer dann auch später, der war ja manchmal fast schon etwas, ja, skurril. Die meinten zum Beispiel sagen zu müssen, ja, also bei Fremdworten. Gut, Fremdworte kannte ich. Und die haben dann immer gesagt, ja, also das ist ja klar, dass du das weißt und das weißt und das weißt. Also beliebt war ich auf die Weise nicht so sehr bei meinen Mitschülern, weil ich immer gesagt bekommen habe, ja, die ist natürlich Deutsche und deshalb weiß sie die Fremdworte. Also so eine, ja, mehr oder weniger, ja, positive Diskriminierung hat auch so einiges für sich. Also das war die Lehrerschaft. Ich hatte auch tolle Erfahrungen mit Rektoren. Ich habe zum Beispiel dann auf meinen Zeugnissen meinen Namen verballhorn gefunden. Das war dann in der 3. Klasse. Und ich wusste, ich heiße Gudrun und so soll es auch auf dem Zeugnis stehen. Und dann bin ich zum Direktor gegangen, habe gesagt, da steht Hudruna und ich heiße Gudrun und ich will kein A hinten und ich will kein H vorne haben. Hudruna klingt ja fürchterlich, auch im Tschechischen fürchterlich. Und dann hat der tatsächlich mir ein neues Zeugnis ausgestellt. Also ich glaube, das zeigt schon, dass die Leute auch sehr vernünftig waren. Vielleicht haben sie das sogar bewundert, dass ich da hingegangen bin. Ich war ja sehr gut erzogen und habe das immer sehr schön mit Bitte und Danke gebracht. Aber diese ganzen Erfahrungen gab es. Natürlich gab es andere auch. Es war zum Beispiel in der 1. und 2. Klasse haben wir Pflichtfilme besuchen müssen. Es ging die ganze Schule in das Kino. Und da weiß ich, warum ich es weiß, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich ja mal erkundigt. Es gab einen slowakischen Partisanenfilm und der hieß Vecie Diere, also slowakisch, also Wolfslöcher. Und es war ein Film, wo natürlich die Deutschen fürchterlich waren und alle erschossen haben. Und die slowakischen Partisanen waren Helden und wurden eben von den Deutschen erschossen. Und das hat also dazu geführt, dass sobald der Film zu Ende war, die Schmidt-Schüler wussten ja, dass sie auch deutsche Mitschüler hatten, dass die also da plötzlich mit einem Gebrüll und jetzt jagen wir die Deutschen. Das war also so ungefähr, dass der Aufschrei der tschechischen Mitschüler, da waren 6, 7, 8 Jahre maximal. Und na, ob sie mich auch gejagt hätten, weiß ich nicht, aber abgewartet habe ich es nicht und bin halt gerannt und bin halt heimgerannt. Also solche Momente gab es durchaus. Das Aufhetzen, man braucht ja jetzt nur bei der ganzen, dem Angriff auf die Ukraine sich das anschauen. Zumindest weiß ich von tschechischen Bekannten, dass dort zum Beispiel, es gibt ja einiges an Russen auch in der Tschechischen Republik, dass die also angefeindet werden bis dahin aus, da wartet niemand, ob er dagegen ist, sondern er ist Russe und wird angefeindet. Die Kinder werden in der Schule, haben es mir erzählt, verprügelt. Also das ist offensichtlich sehr schnell unter der Oberfläche sowas. Also die Lehrer waren meine Rettung in dieser Zeit. Ja, also es ist tatsächlich außergewöhnlich. Also das verlangte ganz bestimmt auch Mut, sich so zu verhalten. Also ich weiß es nicht. Wir waren ja doch eine bisschen außergewöhnliche Gegend auch. Also bei uns gab es viele Deutsche, wenn man das so nahm. Es haben sich nie, und wir hatten immer das Gefühl, weil wir uns da nicht verstecken, weil wir sagen, ja, wir sind Deutsche, aber sprachen Tschechisch. Das hat offensichtlich hat für uns gesprochen. Also
Die Behörden waren ganz anders, gell? Bei der Polizei war es auch ganz anders. Also da gab es schaurige Erlebnisse, aber meiner Eltern hauptsächlich. Aber wir Kinder haben offensichtlich dann vielleicht einen Schutzengel gehabt oder eben gute Menschen um uns. Sie haben vorher gesagt, dass als die Vertreibungen beendet worden sind, 1946, wollten dann doch einige Leute ausreisen und das Land verlassen. Es ging nicht mehr. Bei Ihnen hat es, bei Ihrer Familie hat das bis 1964 gedauert. Dann sind Sie im Rahmen der sogenannten Familienzusammenführung, konnten Sie nach Westdeutschland, nach Baden-Württemberg ausreisen. Sie waren damals 22 Jahre alt, also eigentlich erwachsen, also nicht eigentlich, erwachsen. Voll erwachsen. Und wollten Sie, also war es für Sie auch klar, dass Sie mitkommen mit Ihren Eltern und mit der Familie? Und was hat sich getan, dass es plötzlich möglich war, also auszureisen? Also es war tatsächlich die Jahre vorher, die ganzen 50er Jahre, war es nicht möglich und es ging so weit, dass es gab immer wieder deutsche Familien, auch aus unserem Bekanntenkreis, die eben raus konnten und dann waren wir überzeugt, die haben sich für Spitzeldienste hergegeben. Ob das stimmt, ob man ihnen bitter Unrecht tat, aber das war ja die Zeit. Also es war ja dann später nach 89 mit diesen Zibulka-Verzeichnissen dasselbe. Man hat niemanden getraut. Und diejenigen Deutschen, die dann rauskamen, aus welchen Gründen immer, waren eben vermutlich Spitzel und das blieben es. Man haben sie auch dann nicht mehr aufgesucht. Das ist eigentlich eine Tragödie. Und dann 60 hieß es, also es hieß schon 56. Da gab es ja noch sehr viele deutsche Gefangene in den Gefängnissen, zu Recht oder zu Unrecht, sehr oft zu Unrecht, jedenfalls nicht so lang. Und da hat man gesagt, so auch in der Zeit, hätte eben der Adenauer die Gefangenen aus den Sowjetgefängnissen heimgeholt. Und das nahm man an, hätte auch bei uns geschafft, eben ab 56 aufwärts. Das sind sehr viele Deutsche aus den Gefängnissen nach Deutschland gekommen, manche sind aber zu ihren Familien in der Tschechischen Republik auch gegangen, es waren aber die wenigeren. Und 60 hat man dann plötzlich, ja das sind so Farmen, wie weit das belegt oder belegbar ist, weiß ich nicht. Jedenfalls im Jahr 1960 hieß es plötzlich, jetzt dürfen die Deutschen um Aussiedlung ansuchen. Also wie weit das stimmte, wissen wir nicht, aber es haben dann sehr viele Deutsche tatsächlich die Aussiedlung beantragt, weil es war ja doch auf die Dauer immer der Unsicherheitsfaktor. Jetzt, das war überhaupt in den kommunistischen Ländern, scheint so, dass man immer die Schraube anzog, wieder locker ließ. Schraube anzog, locker. Das war unsere Überzeugung. Also das war ein ständiges Auf und Nieder. Meine Mutter wird also hoch gelobt für gerettete Geschäfte irgendwo in Südamerika, kriegt eine Auszeichnung und 6 Wochen später wird sie entlassen, weil sie ein politisch unzuverlässiges Element war, gell? Der Hintergrund dürfte gewesen sein, sie hat dann nach 1953, wie es doch ein bisschen lockerer wurde, hat sie Deutsche Kindersing- und Tanzgruppe gegründet und geleitet. Wir hatten Aufführungen gehabt, es war immer streng unter Aufsicht, sie musste immer alle Aufführungen genau beschreiben, die Texte der Lieder und der Gedichte und die Autoren und so weiter, alles, aber es war genehmigt, wir hatten also diese Möglichkeit. Und das wurde dann auch sehr gelobt, aber dann plötzlich 6 Wochen später wurde sie dann aus dem Betrieb in Gablonz entlassen und durfte dann einen eigentlich fast noch verantwortungsvolleren Platz in Albrechtsdorf einnehmen. Das war die Firma Toffa, das war die ehemalige Firma Schowanek, das waren die Holzspielsachen, Holzknöpfe, Holzbijouterie und da durfte sie hin. Da war sie natürlich ab 4 Uhr früh unterwegs, das würde ihr zu viel, sie wurde krank und die deutsche Kindersinggruppe konnte sie nicht mehr führen, weil sie das nicht mehr geschafft hätte. Das waren so diese ganz diffizilen Möglichkeiten. Und dann 60 haben wir dann wieder beantragt, da hatte ich Graz Abitur gemacht. Ich war, ich glaube, der erste oder der zweite Jahrgang, wo deutsche Kinder wieder auf weiterführende Schulen gehen
durften. Vorher durften deutsche Kinder nicht auf weiterführende Schulen, vielleicht wenn es aus kommunistischen Familien waren, aber da bin ich nicht so gut unterrichtet, wie es bei denen zuging. Ich wusste zwar, wer für die Deutschen im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei sitzt, das war ein gewisser Herr Köhler, aber ansonsten wusste ich da wenig. Dieser Herr Köhler, den habe ich mal besucht, weil ich also der Meinung war, ich werde schlecht behandelt, da war ich schon älter, war ich schon 19, 20. Und da habe ich ihm gesagt, ich muss mir von ihm die Verfassung erklären lassen, weil ich eben ungerecht behandelt wäre und eine Eingabe machen möchte. Also man war dann schon auch ein bisschen, ja, boshaft und raffiniert. Also in dem Fall hat es damals ja Halbert geholfen. Aber jedenfalls hatten dann meine Eltern wieder alles beantragt und mein Bruder war damals 16, der ist damit 18, war 14. Jedenfalls, diese Zeit war für mich eigentlich eine sehr spannende, interessante Zeit und mir war zum Beispiel auch klar, hier bleiben wir ja nicht. Wir waren immer sozusagen, wir haben dann nicht gemalert, weil wir werden ja sowieso aussiedeln. Wir haben also alles Mögliche immer mit der Begründung, naja, wie lange werden wir schon noch da sein? Wir kommen ja mal raus. Also in dieser Stimmung bin ich aufgewachsen. Ich sah mich eigentlich nie, dass ich da alt werde und da heirate, sondern ich musste erst mal weg, raus mussten wir. Sodass ich das eigentlich dann auch gar nicht stellte, wie wir dann 64 gehen konnten. Frage. Ja. Sie sind dann eben im Unterschied zu denjenigen, die eben nach dem Krieg nach Deutschland kamen. Das war ja 64 ein komplett anderes Land. Also die Wirtschaft boomte, dass die Sudetendeutschen überhaupt alle vertrieben wurden, eigentlich inzwischen auch gut integriert und auch ein Teil der Gesellschaft und vor allem, es war auch ein demokratisches Land im Unterschied zu dem, in dem Sie bislang gelebt hatten. Wie war dann war es direkt in Stuttgart, wo Sie angekommen sind oder irgendwo in der Nähe und wie wurden Sie aufgenommen? Also wie wurden Sie auch behandelt vielleicht von den Behörden oder von den auch Mitmenschen? Also die Behörden haben uns behördenmäßig behandelt, so wie überall Behörden sind, stur, unwissend und ja. Aber also wir sind dann am denkwürdigen Datum 28. Oktober 1964 aus der Tschechoslowakei ausgereist und der 28. Oktober ist ja schon ein besonderes Datum für die Tschechoslowakei. Damals war es ja noch, das ist nämlich die Republikgründung an diesem Tag geschehen im Jahr 1918. Und ja, das war das einzige eigenartige Gefühl, weil ich eigentlich ja doch immer sehr geschichtsinteressiert war und Daten haben für mich immer besondere Bedeutung gehabt. Und dass ich also am Tag der Republikgründung mein Heimatland verlasse, das war das Einzige, wo ich dann etwas ernster war. Alles andere habe ich nicht sehr ernst genommen, alles andere war Abenteuer. Aber ja, jedenfalls sind wir dann eben in Nürnberg angekommen, ziemlich spät in der Nacht und sind dann dort 3-4 Tage gewesen. Es war so eine erste Registrierung. Die nächste fand dann in Rastatt statt. Das war sehr interessant. Da waren wir nämlich in irgendwelchen uralten Kasernen mit hohen Gewölbe, Sälen, riesigen Sälen. Und da hatte jede Gruppe, Einzelpersonen oder zwei Personen zusammen hatten dann einen kleinen Verschlag, der war oben offen. Wir haben also die Wölbungen gesehen und da waren zwei Betten, ein Tisch, zwei Stühle und ein kleiner Schrank. Und dann, ja, das war eben das Erste, wo wir unterkamen und von dort, da waren wir circa eine Woche. Diese Kasernen waren also wirklich sehr interessant und düster. Die sollen angeblich aus dem Jahr 1700 ungrad gewesen sein. Und dann sind wir also nach Weilerstadt gekommen. Das war also der nächste Ort mit einem Wohnheim für Spätaussiedler in der Nähe von Rutesheim, wo also die 93-jährige Mutter meines Vaters noch lebte. Und das war ja eben diese Familienzusammenführung. Vater und Sohn sind da eben endlich dann zusammengekommen.
und wir dazu. Und in diesem Wohnheim hatten wir dann eben für uns vier Leute einen Raum. Und von da wurde dann alles entwickelt. Und wie Sie ja schon sagten, also die Wirtschaft boomte, alles boomte, sodass also meine Mutter gleich am nächsten Tag, wo wir ankamen in Weilerstadt, aufs Bürgermeisteramt gegangen ist, wo eben auch das Arbeitsamt war. Und das war also eine schöne Erzählung. Sie kam heim und sagte, also jetzt habe ich was angestellt, aber es ist gut ausgegangen. Meine Mutter war immer sehr, ja, forsch. Und dann hat sie mir erzählt, sie geht da durch die Gänge und kennt sich natürlich überhaupt nicht aus. Und dann kommt irgend so ein riesiger Mann, meine Mutter war kleiner als ich, da kam so ein riesiger Mann auf sie zu und fragt sie, was sie da macht. Und weil er sie so barsch gefragt hat, sagt sie, dann habe ich genauso barsch geantwortet, was werde ich schon machen, Arbeit suche ich halt. Und dann sagt er, ja, und was können Sie denn überhaupt? Und meine Mutter sagt, also da war ich ja noch höher, wütender, sagt er, also ich kann das und das und das, und hat alles aufgezählt, was er alles kann und was er alles machen kann. Und dann sagt er, ist ja wunderbar, da werde ich Sie gleich zu mir nehmen, ich bin nämlich der Bürgermeister. Das war so, so hat sie sich dann eingeführt. Es ist alles gut gegangen, bis eben auf die Stadträte, die halt dann bei ihrer nächsten Sitzung festgestellt haben, ja, um Gottes Willen, das ist ja eine Frau aus diesem asozialen Silo, nämlich aus dem Wohnheim für Spätaussiedler. Da waren wir aus der Tschechoslowakei in der Minderheit, in einer sehr großen Minderheit. Die meisten waren aus Rumänien und aus Russland. Und die haben zum Teil sich wirklich sehr schlecht benommen, aber die waren in den anderen Häusern. In unserem Haus haben uns alle anständig benommen. Aber es galt in der ganzen, im ganzen Weilerstadt, dass er stolz war auf seine ehemalige freie Reichsstadt-Status, dass eben das Asoziale sind. Und von dort nimmt der Bürgermeister seine Sekretärin, und das haben sie dann also nicht erlaubt. Meine Mutter musste dann eine andere Stelle bekommen im Bürgermeisteramt. Das war dann eine bessere Stelle mit besseren auch Verdienst, alles. Aber das war so die hiesige Einstellung im Jahr 64 zu den Sudetendeutschen, zu den komischen Flüchtlingen, für die es ja die scheußlichsten Bezeichnungen auch gab. Naja, also das war so eine Möglichkeit dann bei der Behörde, wo ich dann mir gedacht habe, also ich habe ja ein Abitur, damit kann man ja was machen. Ich wollte ja ohnehin studieren, allerdings was ganz anderes. Ich wollte mich Archäologie studieren. Da habe ich mich daheim immer schon sehr vorbereitet. Das war für mich immer eine ganz besondere Sache. Und dann war also eben in Stuttgart, musste ich beim Kultusministerium darum ansuchen, und die haben dann erst einmal eigentlich nicht gewusst, was sie mit mir anfangen sollen. Haben gesagt, ja, wenn Sie in der Tschechoslowakei geboren sind, dann sind Sie doch Tschechin. Sagte ich, nein, ich bin keine Tschechin, da gab es Deutsche. Ja, und warum gab es die? Wo sind die? Die wurden aus, also wirklich in dieser etwas schlichten Art wurde ich befragt, und sagte ich, ja, es gab 45, 46 eine Aussiedlung der Deutschen dort. Und wir nannten es Aussiedlung. Das war das Wort Vertreibung, haben wir eigentlich, für uns war er Aussiedlung, natürlich Vertreibung, aber es war, ja, sagen wir juristisch oder behördenmäßig eine Aussiedlung, Zwangsaussiedlung. Und dann haben die also sich noch zwei Leute aus ihrem Ministerium geholt. Das waren dann schon kundige Leute, eben auch ehemalige, dann wirklich Vertriebene, 45, 46, und die haben dann also alles ins Lot gebracht. Und dann haben die gesagt, naja, und Sie sagen, Sie haben also ein tschechisches Abitur, ja, taugt denn das überhaupt? Und weil ich da also dann mir dachte, also so eine Frage, sage ich ja, das tschechische Abitur taugt natürlich sehr viel, wenn man das ganze Politische drumherum weglässt, da ist das ja viel besser als das hiesige Abitur, weil das fußt nämlich auf den österreich-ungarischen Abitur und der Schulwesen, und das war natürlich viel besser als das reichsdeutsche Schulwesen. Und was ist, also ich war da der Meinung, jetzt sollen sie halt wissen, wie ich denke, und umgekehrt war dann halt der eine, der mich dann anschaute und sagte, und Sie weinen darauf hin, wenn wir Sie jetzt studieren lassen. Sagte ich, ja, schon. Ja, die waren dann also sehr gnädig und haben gesagt, ja, also in 14 Tagen soll ich kommen. Ich habe dann gleich gesagt, ja, ich muss erst einmal sowas wie Bürgerkunde oder was es da, wie es bei Ihnen heißt, ja, mir
aneignen, denn ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie viele Bundesländer es hier gibt und welches die Hauptstädte sind. Also ich dachte, ich soll wissen, wo meine Lücken sind. Und dann sagten sie, ja, das gehört dazu und das werden sie lernen. Und dann bin ich weg und dann plötzlich werde ich zurückgerufen und wird mir gesagt, ja, das sind 14 Tage, ja, Tagen was lernen. Das glauben wir gerne, aber wir möchten wissen, was sie jetzt können. Und dann haben sie also gefragt, allerdings nicht nach den Bundesländern, sondern sie haben sich hauptsächlich auf die Geschichte eben geworfen, also Literatur und Geschichte. Und ja, ich hatte Glück, das waren Fragen, die mir gut gelegen sind und ich habe da also in ihren Augen offensichtlich sehr gut bestanden. Und da war für Baden-Württemberg mein Abitur anerkannt, aber mit dem Vorbehalt, ich soll doch bitteschön erst einmal auf die BH gehen. Und auf der BH, da wurde ja jeder hingeschickt, die hatten zu wenig Lehrer und sie haben also immer versucht auf die Weise, und sie haben mir sehr schmackhaft gemacht und gesagt, wie schnell ich da fertig bin und dann kann ich immer noch meine Archäologie machen, das sei ja in Tübingen auch möglich. Also gut, dann war das erledigt. Naja, dann kam es halt anders. Ich habe dann meinen Mann in München kennengelernt. Ja genau, aber Sie sind, glaube ich, nicht wegen Ihrem Mann nach München gekommen, sondern doch tatsächlich. Ja, doch schon. Der war schuld, das schon. Allerdings, ich habe ihn dann 66 am Heiligenhof kennengelernt und das war eben sehr... Ja, ich habe mir die Frage vorbereitet, was Sie an München reizte, dass Sie dorthin umgezogen sind. Jetzt weiß ich das. Also München war aus der Erzählung meiner Mutter, waren die Bayern und die Münchner und die Tiroler. Ganz lustige Leute, die lustigsten, die man so ungefähr im Reich finden kann. Und so ungefähr ist es immer erstrebenswert, München und Bayern und Tiroler. Und der war Münchner und war in Bayern. Und war da außerdem, und das war dann schon mir auch klar, nachdem war ich ja auch auf der BH dann zwei Semester, waren alle Lehrer wirklich, die waren sehr hilfsbereit, toll. Und ich hätte es wahrscheinlich bald abschließen können. Und die haben dann aber eben gemeint, also Archäologie sei also ein Studium für jemanden, der gar nichts hat, der im Obdach, mehr oder fast obdachlosen Zieler wohnt. Das ist ein teures Studium. Naja, und das habe ich ja aus dem, was die mir erzählt haben, anerkannt. Und dann dachte ich, na prima, wenn ich schon eine Archäologie studieren kann, dann an Archäologen. Und er war ja Paläontologe, also der war ein Stückchen weiter weg. Aber auch solche Sachen sind entscheidend. Also da hat man das Gefühl, das gehört zum Leben dazu. Naja, und so ja, offensichtlich war das ja auch eine gute Entscheidung. Ja, ich würde sagen. Also die Entscheidung war auf jeden Fall gut so. Und eben, Sie sind dann nach München gekommen, haben Sie hier studiert, eben Geschichte, osteuropäische Geschichte, Slavistik und osteuropäische Geschichte und Ethnographie. Und haben dann auch daneben oder danach eine Prüfung abgelegt als Dolmetscherin und Übersetzerin für Tschechisch. Also das war ein Staatsexamen hier in Bayern, hat das Kultusministerium für auch diese Orchideensprachen. Es gab ja große Übersetzer- und Dolmetscherinstitute mit Unterricht, das hiesige Münchner, ist ja später gegründet worden, hätte aber Tschechisch nicht drin gehabt, die hätten noch Russisch gehabt. Aber diese praktisch Quereinsteiger, wie ich ja einer war, die konnten dann eben bei dem Bayerischen Ministerium die Prüfung machen. Wie ich dann festgestellt habe, später, diese Prüfungen hier waren bestimmt viel strenger als das, was in Leipzig oder sonst wo geschah. Also man hat da eigentlich die Leute ziemlich in die Mangel genommen. Und aber also Sie haben das gesagt, es sind Orchideensprachen. Ja. Und gerade in den 80er Jahren wurde es vielleicht dann langsam wieder ein bisschen besser. Was gab es überhaupt für Aufträge und Arbeit in diesem Bereich der Übersetzungen Deutsch-Tschechisch? Also nachdem ich ja dann diese Prüfung hatte, wurde ich ja bestellt und beeidigt und so weiter. Also ich war dann offizielle staatlich geprüfte Dolmetscherin und konnte Urkunden übersetzen, ausstellen. Alle die Urkunden, die ich ausgestellt habe, beglaubigt habe, waren quasi Originale in meiner Sprache. Ich durfte aber zum Beispiel nicht notarielle Sachen machen. Also beglaubigen, dass das dem Original entspricht, durfte ich nicht. Eine Übersetzung durfte ich machen und die galt dann als Original. Also es sind so diese Feinheiten. Und es war damals allerdings
Geschichten, kleine belletristische Sachen, zum Teil kunsthistorische Sachen. Da gab es dann immer wieder Kirchenführer, die ich halt dann übersetzt habe. Das war eben mein Interessengebiet auch. Also das war dann sehr interessant auf jeden Fall. Und es gab da allerdings schon den Bedarf bei den Gerichten. Die Gerichte hatten natürlich nach 68 viel mehr zu tun als vorher, weil durch den Russeneinmarsch in Prag sind natürlich viele Tschechen hergekommen. Und nicht nur immer die Braven, sind auch weniger brave hergekommen. Naja, und die landeten halt dann irgendwann vor Gericht, zum Teil auch ungerecht. Und da war es halt ganz wichtig, dass man mit seinen Übersetzungen, und das ist das, was uns Übersetzer eben so fürchterlich ärgert, dass im Grunde die Gerichte sich ihre Übersetzer selber ein Eid ablegen lassen, das richtig und wahrheitsgemäß übersetzen. Das kann also jeder Pizzabäcker kann Übersetzer sein, wenn es das Gericht für, hauptsächlich sie sind billig, weil die Beeidigten und die staatlich Geprüften sind teurer. Da gibt es also einfach vorgeschriebene Preise und diese anderen, die Zuckerbäcker und Pizzabäcker, die sind billiger. Also das ist wirklich eine ungute Sache und es gibt eben durchaus eben solche Vorfälle, wo dann aufgrund einer falschen Übersetzung oder ungeschickten Übersetzung die Leute eben auch eingesperrt worden sind. Also darauf haben wir, also gerade aus dem Tschechischen, sehr geachtet, dass da also schon Geprüfte hinkommen. Italiener hatten schwieriger, sie hatten mehr Fälle, es waren weniger Italiener scheint es da, die beeidigt waren. Also da gab es dann eben zum Teil schon sehr unglückliche Übersetzungen. Also wichtig ist es schon auch genau zu übersetzen. Das war aber in diesen Jahren, ja gut, dann natürlich hat sich halt da in der Landsmannschaft herumgesprochen, dass ich perfekt Tschechisch kann. Ich habe dann sehr viele Sachen für das Sudetendeutsche Archiv übersetzt. Ich habe dann Broschüren übersetzt ins Tschechische. Also das war dann durchaus auch eine Quelle oder respektive Auftragsgebiet. Naja, und nicht zu vergessen, im Jahr 69 ist unser erster Sohn geboren und dann haben wir noch drei weitere Kinder gehabt, also eine Tochter noch zwei, also insgesamt vier Kinder und da war so viel Freizeit dann auch wieder nicht, also das hat sich gerade gut die Waage gehalten. Genau, Sie haben jetzt die Sudetendeutsche Landsmannschaft erwähnt, tatsächlich wollte ich auch fragen, also Sie sind nach München gekommen. München ist ja auch eine Stadt der Sudetendeutschen, kann man auch sagen. Gleichzeitig leben hier aber oder lebten hier auch damals wegen dem Radio Freies Europa auch viele Tschechen. Also es war aus meiner Sicht jetzt tatsächlich eine Stadt, wo Sie sich sehr wohl auch in dieser Hinsicht fühlen konnten. Wollten Sie einfach eben eher bleiben für sich und die Familie und Ihre Arbeit oder eben haben Sie dann auch geschaut, wie Sie sich engagieren können oder einfach auf die deutschen, sudetendeutschen Wurzeln einfach doch also auch berufen oder sie einfach anders leben können, wie man das in Tschechoslowakei konnte? Also es war ja so, dadurch, dass meine Mutter diese Volkssinggruppe, Kindersinggruppe geleitet hat, war ich ja in dem ganzen Bereich durchaus bewandert. Es wurde gesungen, es wurde musiziert, es wurde eben in der Richtung schon zu Hause was gemacht. Manchmal war es gut und manchmal war es belastend eben. Dann kam das Wort, die politisch unzuverlässigen Elemente bei uns, also meine Mutter oder ich. Mein Vater, der hat ja eine Krette, der hat also in der Beziehung nicht so interessant. Aber jedenfalls das Wort Sudetendeutsch, da habe ich schon immer wieder seit Jahren überlegt, wir haben uns zu Hause nicht als Sudetendeutsche bezeichnet. Sicher, man wusste vom Sudetenland, man wusste von der Sudetendeutschen Partei, man wusste alles, man wusste von einem Henlein, das ja. Aber man selbst war einfach Deutscher von hier. Und irgendwo war das offensichtlich für die Tschechen auch so. Das sind ja unsere Deutschen von hier. Und später hat sich ja dann das Wort Naši Němci, also unsere Deutschen, durchgesetzt. Das gab es damals nicht. Aber das Wort Sudetendeutsch gab es, davon wussten wir. Wir hätten uns oder haben uns als solche eigentlich nicht unbedingt
bezeichnet. Dann mit der Landsmannschaft, das war dann schon klar, es braucht hier einen Sammelpunkt, es braucht hier eine Organisation, denn die Sudetendeutschen hatten ja durchaus Wünsche, sie hatten Vorstellungen und es ging ja auch darum, dass irgendwo die Eigenart der Sudetendeutschen erhalten bleibt und das ist anders nicht möglich. Da muss eine Organisation her und dass die dann leicht politisch wird, ist natürlich aufgrund des ganzen Geschehens eigentlich auch selbstverständlich. Das fand ich nicht schlimm. Ich fand immer nur dann schlimm, wenn jemand mit dem Sudetendeutschen so herumwedelte und dann praktisch nur so ähnlich kannte ich es zum Beispiel vom Stalin. Der Stalin war in meiner Kindheit selbst der größte Mykologe. Gell? Es gab nichts an Wissenschaft oder sonstigen Sachen, ohne dass Stalin Großes getan hätte. Und es war halt dann oft so, dass ich aus Erzählungen, die wurden ja dann sehr brachial vorgebracht, dass man den Eindruck hatte, also die Sudetendeutschen haben absolut alles erfunden und gegründet. Also ich habe dann immer an Stalin gedacht, gell? Der auch alles der Größte war. Also das heißt aber, Sie wollten schon dabei sein. Also zu den Sudetendeutschen bin ich ganz normal gekommen, eben wie gesagt, das erste Mal damals 65, da war ich erst ein halbes Jahr da, wo jemand mich anspricht, da war eben auch eine Volkstanz- und Volkssinggruppe und da sind wir mit meinem Bruder gleich hin, man suchte auch Anschluss und hat jemand gesagt, Mensch, du kannst doch Tschechisch, die wollen da eine Botschaft an die tschechische Jugend vortragen, melde dich mal, sonst tragen die ja sonst was vor, schau mal, ob die ja gescheit Tschechisch, das war von der deutschen Seite, also das waren auch Vertriebene, aber die halt 45 Jahre kamen. Und dann habe ich mir das halt angeschaut und habe das Ganze korrigiert und habe es tschechisch vorgetragen und habe dann gefunden, das ist ja prima. Und dann bin ich eigentlich von dem Moment an, außer dass ich gerade ein Kind gekriegt habe, war ich bei sämtlichen Sudetendeutschen Tagen dabei. Also es war eigentlich schon so, dass ich dann dabei sein wollte, mitmachen wollte, aber auf meine Art. Also ich bin da, Kontakt war eigentlich eine Gruppe, die sich Arbeitskreis Sudetendeutscher Studenten nannte. Das war mein erster Berührungspunkt. Das war gleich Semester fing dann ja im Mai 65 in Stuttgart an und da habe ich dann eben, da war der Wittmar Haader dabei, da waren andere auch dabei. Der Wittmar Haader war damals der Chef von dieser Gruppe und da war eben mein erster Kontakt. Und wir haben dann Ausstellungen gemacht, die also in Stuttgart sehr gelobt wurden und die halt dann irgendwelchen Leuten von der Landsmannschaft nicht gefallen haben. Dann kamen also gleich diese spannenden Streitgespräche, fand ich auch wunderbar. Also es war für mich ein Dialog, es war die Möglichkeit, sich an jemanden zu reiben oder auch jemanden recht zu geben, denn bei der Landsmannschaft gab es auch tolle Leute. Also es war nicht so, dass es da nur lauter Hardliner gab. Es gab da damals genauso wie eben im Grunde auch heute immer wieder Leute, die auch den Dialog gesucht haben mit den Tschechen. Es wurden ja auch immer wieder Tschechen eingeladen und es waren eben sehr oft dann Tschechen, die 48 geflohen sind, die dann irgendwo, ja, wie zum Beispiel ein Lev Prchala, der ja für die tschechische Öffentlichkeit als Verräter gilt und eben für solche Leute eben nicht mehr der Verräter war. Und wie ich dann nach München kam und radiofreies Europa, das fand ich wunderbar. Ich bin dann gleich da, wo diese Zentrale im Englischen Garten war, gegangen. Ja, und das war ein bisschen enttäuschend. Da bin ich etwas seltsam behandelt worden. Ich habe zwar die dort erscheinende Zeitschrift bekommen, wo ich ein Referat ausarbeiten wollte, aber es war schon so, das war im Tschechischen dafür das Wort Narodovci. Und die konnten zum Teil genauso stur und brachial sein, wie es auch Sudetendeutsche sein konnten. Und nachdem ich also diese Art nicht bei den Sudetendeutschen mochte, mochte ich die Narodovci auch nicht. Es gab auch andere, es gab ganz andere dort. Aber die Namen habe ich längst nicht mehr irgendwo mir gemerkt. Aber es gab ja auch diesen Karel Krill dann dabei, der also ja, die Lieder sind vielleicht manchen hier bekannt. Also es gab später dann Leute und da gab es Kontakte. Und ich bin ja dann viel, viel später
bin ich ja dann bei diesem Verband für Kunst und Wissenschaft gewesen, ein tschechischer Verein eben von Künstlern, Wissenschaftlern und Interessierten, die sogar sehr stark daran interessiert waren, unter der damaligen Leitung eben in Kontakt zu treten mit Sudetendeutschen, speziell mit Sudetendeutschen. Ich habe dann also geholfen, dass hier ein tolles Konzert in dem Saal, im alten Saal war. Also die Kontakte gab es später durchaus. Und natürlich der richtige große Kontakt ging nach 68 los. Also 68 hatten wir dann, ich glaube, 40 Studenten, tschechische Studenten bei uns in der Wohnung. Den allen habe ich also Zwetschgen-Daci vorgesetzt, weil es gerade Zwetschgen gab, es war toll. Und dann kam ja der 28. Oktober 68 und es war ja wieder ein Jubiläum, es war das 50. Jahrestag der Republikgründung. Jetzt war mir schon klar, ich als Sudetendeutsche habe mich nicht über die Gründung der Republik zu freuen. Umgekehrt fand ich es aber fürchterlich tragisch, dass also etwas, was ja von der tschechischen Seite ja schon über 100 Jahre erträumt war, ersehnt war, stattgefunden hat, dass das nicht gefeiert werden soll. Dann war, da war ich ja schon mit meinem Mann zusammen, verheiratet waren wir sogar schon, klar. Und dann habe ich also über Internationis, wo auch die Herzogin, die unsere Baronin. Baronin, nicht Herzogin, nicht Baronin, Herzogenberg, auch tätig war, haben wir nämlich auch ein bisschen ein Geld bekommen für einen Rundfunkwagen, mit einem Wagen mit Reproduktor, wo man was abspielen konnte und bringen konnte. Und dann haben wir also mit den tschechischen Studenten, waren ja damals sehr viele da, einen Fackelzug zum Königsplatz machen wollen. Und dann hat also einer der tschechischen Studenten, das war für mich so selbstverständlich, man macht einen Fackelzug. Wenn man was auf sich aufmerksam machen will, macht man einen Fackelzug. Und dann aber sagt der eine tschechische Student zu mir, also du, ich weiß nicht, ob das so gut für uns ist, weißt, Fackelzug ist für uns verbunden, ja, so mit 38. Dann habe ich mir gedacht, na ja, das stimmt eigentlich, ist eigentlich keine glückliche Idee. Also sind wir ohne Fackeln gegangen, haben den Zug gemacht, haben es beim Asta, der war ja damals schon links, der Asta, aber wie, und haben denen gesagt, wir gehen also eben mit unseren tschechischen Kommilitonen jetzt den Zug. Es war ein riesiger Zug, da sind unwahrscheinlich viele Menschen zusammengekommen und als Redner haben wir gehabt den Wilhelm Hale. Ich weiß nicht, ob der jemanden hier noch ein Begriff ist, Ihnen wird er schon sein. Und der Wilhelm Hale, der war vorher bei uns und dann nachher. Und der hat dann ihm eine Rede gehalten, er konnte ja recht gut Deutsch. Also es war unwahrscheinlich. Und er hat eben dann hauptsächlich also in die, ja, auf diese linken Gesinnung, die ging ja da erst los hier, einiges sehr Passendes gesagt und hat dann gesagt, jetzt helfen Sie erst einmal hier Deutschland wieder, dass Ihre Gesellschaft zueinander findet, dass nicht das, was bei uns zur Katastrophe geführt hat, die linke Gesinnung und so weiter, dass das nicht bei Ihnen groß aufkommt. Also ich kann die Rede auch nicht einmal mehr kolportieren, das ist viel zu lange her. Aber es war jedenfalls eine sehr eindrückliche Rede und wir wurden dann auch angesprochen. Und wir haben dann das Musikprogramm haben wir dann zusammengestellt aus der Gdoš-Subosch, also diese Hussitenhymne aus dem Zyklus vom Smetana. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine, ich weiß nicht, das war also einmal, also aus diesem Smetana-Zyklus aus unserem Vaterland, also war da also dieses eine und es wurde dann, als Abschluss war auf alle Fälle, war die tschechische und die slowakische Hymne, das war unser Abschluss des Ganzen am Königsplatz und da waren wir sehr stolz und es hätte so um die 200, 300 D-Mark gekostet, das wäre für uns recht viel gewesen damals. Und dann haben wir eben Gott sei Dank von Internationis das bezahlt bekommen. Das fand man sehr schön, aber wir haben das Ganze erst einmal ohne diese Zusage, die kam erst dann später gebracht. Also ich hab den Eindruck, also wir könnten tatsächlich in dieser Zeit noch bleiben und auch in den 70er und 80er Jahren. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich auch, ja, also erzählen. Aber ich habe ein bisschen die Uhr im Blick und es liegen auch noch spannende Jahre sozusagen in diesem Erzählen, ja, vor uns, also vor allem dann das, was nach dem Jahr 89 kam.
das für Sie als, also in allen Bereichen, in, als Privatperson und auch eben beruflich, hat die Wende sicher einfach wirklich einen Aufbruch bedeutet. Ja. Können Sie sich auf Ihren ersten so richtigen Auftrag eben in dieser neuen Zeit nach 89 erinnern? Bei wem haben Sie sie gedolmetscht, wenn Sie... Also den ersten richtigen Auftrag 89, das waren die Herbstmonate, das war kein Auftrag. Ich habe nie, in dem Sinne, ja, Aufträge gab es auch mit Vertrag und allem, aber das waren dann meistens solche Momente, wo man sagt, auch da eben, pass auf, wir müssen jetzt unbedingt, das war, glaube ich, Ende Oktober, November, wo es in Prag schon sehr wild zuging, wo also die Studenten da überall, also an allen Ecken standen. Es war nach diesen Schlägereien von diesen komischen Milizen, also da hat sie alles beruhigt gehabt, aber es war schon klar, wo es hin alles zielt. Und da hat mich von der Landsmannschaft, haben mich dann zwei höhere Funktionäre nach Prag mitgenommen, damit ich dolmetsche und damit wir mit allen Gruppen Kontakt aufnehmen. Wir haben dann also Kontakt aufgenommen mit Sozialdemokraten, mit Christdemokraten, die waren ja noch mehr oder weniger versteckt, von denen wusste niemand was, mit dem Obchanskaya Forum, mit dem Bürgerforum und sogar mit den Reformkommunisten. Mit all denen gab es Gespräche, eigentlich so Gespräche, ja, wie soll es jetzt weitergehen. Es war eigentlich sehr interessant. Auf die sudetendeutsche Frage oder Problematik wurden wir angesprochen. Die haben wir nie von uns aus angefangen. Wir haben aber gesagt, wo wir herkommen. Wir sind also aus München von der sudetendeutschen Landsmannschaft. Und dann einen ganz tollen Kontakt allerdings, der ist zufällig zustande gekommen. Es ist gerade um die Ecke gebogen der spätere Bischof Václav Mali, der also ein Mensch war, der also jeden umarmt und reingetragen hat. Also nicht wirklich physisch, sondern geistig. Und auf die Weise sind wir dann in irgendeinen Saal gekommen von Slata Husa oder Labuj oder also irgendein namhaftes Hotel war es, wo alle Ober dann wirklich in Hab 8 standen und den Mali angestrahlt haben. Also das war für die unwahrscheinlich. Und bei dieser ganzen Aktion waren dann auch Leute von Pax Christi. Und die haben sich dem Mali gegenüber also so benommen, dass man also ja, gesagt hat, also die werden es nie lernen. Und das haben sie jetzt bei der Ukraine wieder nicht gelernt gehabt, gell? Also vielleicht also, müssten Sie kurz erklären, was Pax Christi war. Das ist eine hiesige, kleine deutsche christliche Gruppe, die einfach überall das Gute sieht. Das wäre ja nicht so schlimm, aber hauptsächlich das Gute beim Linken sieht. Das sage ich jetzt sehr profan, gell? Aber das ist so meine kurze Einschätzung, dass alles, was von der linken Seite, hauptsächlich von der, ja, sagen wir mal fast antideutschen Seite, kommt, immer richtig und gut ist und zu besprechen ist. Und im Zweifelsfall hat immer die deutsche Seite die Schuld. Also das ist jetzt ganz, ganz niedrigem Niveau, aber so sind sie damals gekommen, so haben sie damals den armen Václav Mali angesprochen, so ungefähr da haben sie zum Beispiel gefragt, wie soll man das anders einschätzen, was haben ihnen die Sudetendeutschen gezahlt, dass sie jetzt so auftreten? Und das im Jahre 89, November, gell? Also was soll man dann von solchen großartigen Christen denken, wenn die alles nur in der Richtung politisch sehen? Also das ist halt meine Meinung, ich bin nicht auf ihrer Seite. Also das war der erste Kontakt und dann kamen aber die Kontakte wirklich dicht an dicht. Es kamen dann aber von der Wirtschaft Aufträge, es kamen Verträge kamen dazu. Das Erste, was dann im Jahr 90 war, war ja dann Besuch vom Ministerpräsidenten Csalfa hier in München. Also da habe ich dann auch gedolmetscht. Das war ja das erste Treffen Csalfa und Neubauer, also der Sprecher der Sudetendeutschen, damals Franz Neubauer und Csalfa. Ja, also es war nicht sehr beglückendes Treffen. Das inwiefern? Das war schon nochmal, also die Ablehnung, aber es war immerhin ein Treffen. Immerhin sind die zwei zusammengekommen und der Csalfa war ja eigentlich schon
nicht mehr jemand Wichtiges. Es war so die letzte Zeit seiner Funktionstätigkeit in seiner Funktion. Ja, das wäre also zu den ersten Treffen. Später waren es viel erfreulichere Treffen gewesen. Sie hatten ganz am Anfang, als wir über den Beruf der Dolmetscherin, also Übersetzerin ist nochmal was anderes, aber Dolmetscherin ist einfach, nachdem man da direkt mit dabei steht und diese Brücke ist in den Sprachen. Das sind hier gerade auch so Situationen, wo ich mir denke, das ist für Sie auch, also persönlich interessant, oder das sind irgendwie vielleicht auch Situationen, wo Sie selbst mitreden möchten. Also oder ich denke jetzt auch irgendwie diese erste Fahrt, die Sie geschildert haben. Haben Sie das gemacht oder halten Sie sich einfach auch in so einen vielleicht wenig formalen Kontexten doch nicht so zurück? Also in offiziellen Sachen natürlich absolut, da geht gar nichts. Sie sind ja auch Kollegin, Dolmetscherin. Also in offiziellen Begegnungen ist ja da selbstverständlich die Pflicht, alles zu übersetzen, und wenn es noch so sehr knirscht. Aber bei solchen eher privaten oder Begegnungen im kleinen Kreis, da kann man dann schon, ja, aber wirklich nur in Maßen. Also ich habe da eigentlich sowas ganz selten gemacht. Wenn überhaupt, dann habe ich die Leute beiseite genommen und habe also dann gesagt, ja, also das war ungeschickt oder sowas sollte man jetzt klären. Das hat nur zu Irritationen geführt, weil es kann ja auch durch die Art, wenn ich also eine Frage übersetze, versuche ich die natürlich so genau, aber auch so angenehm wie möglich zu übersetzen, wenn ich merke, es wird knifflig. Aber man schafft es ja nicht immer. Und manche Fragen sind eben nicht am Platze. Und das sage ich dann aber schon. Also solche Momente, aber das sagt man eigentlich dann mehr im Kleinen. Es gibt ja immer wieder mal eine Pause, da kann man ja drauf hin. Und da gibt es dann allerdings schon die Momente, wo jemand sagt, ja, und die Frau Dolmetscherin hat mich da und da auf das aufmerksam. Auch solche Leute gibt es, die dann ganz offen sind. Und es gibt auch anderes, zum Beispiel, wenn Sie jetzt fragen nach den, ja, also es war eine Delegation des Verteidigungsministeriums hier und hatte also hier wichtige Gespräche in entsprechenden, über entsprechende Dinge. Die deutsche Seite hat natürlich dann von mir wissen wollen, wieso ich überhaupt Tschechisch kann, wie ich dazu komme. Habe ich es erzählt, dann zucken die zusammen und sagen, ja, aber wenn jetzt der Besuch da ist, da sagen sie nicht, dass sie Sudetendeutsche sind. Sagte ich, naja, so sage ich sowieso nicht. Aber was soll ich denn machen, wenn die mich fragen, so wie Sie jetzt, warum ich Tschechisch kann? Soll ich die anlügen? Nein, aber bitte nicht Sudetendeutsch, sagte ich. Na, da können Sie beruhigt sein. Von mir aus wird also mit dem Sudetendeutsch, mit dem Begriff nicht, ich gehe damit nicht hausieren. Dann kommen diese Herren vom Ministerium, sind also sehr begeistert über alles und aufgeschlossen, und dann ist ein gemütlicher Abend, und dann fragt der eine, so können Sie eigentlich so gut Tschechisch, und erzähle ich ihm, dass ich da eben noch nicht so lang eigentlich da bin, erst 20 oder 30 Jahre, na, da waren es dann schon 30. Und dann sagt er, ach, und von wo sind Sie aus Gabelund, sage ich, sagt, ach, da, ja, das sind Sie ja, Sudetendeutsche. Sage ich, ja, so kann man es auch nennen, ich bin Sudetendeutsche, ich bin Gabelunzerin, Böhmen und so weiter. Sagt er, nein, also Sie sind Sudetendeutsche, ist ja wunderbar, wissen Sie, ich bin ja auch beinahe Sudetendeutscher. Sagt also, seine Eltern stammen, die einen waren aus Nordböhmen, die anderen waren, glaube ich, woanders, aus dem Mährischen. Aber sagt also, die Mährer haben sich auch als Sudetendeutsche. Also eigentlich bin ich auch Sudetendeutscher, also so kann es dann ausfallen. Die Ängstlichkeit auf der bundesrepublikanischen Seite und die Lockerheit auf der anderen Seite. Ja, aber das ist ja auch tatsächlich auch so, kann es sein. Aber die 90er Jahre waren, also in den deutsch-tschechischen, beziehungsweise insbesondere sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen auch gar nicht einfach. Und soweit ich das weiß, Sie waren tatsächlich auch bei, also mit dabei, auch bei vielen. Es gab diese Initiative Versöhnungsmíření, die Ackermann-Gemeinde, also der hat sich ja auch über die Grenze, also hat sie ja auch dann die tschechische sozusagen Schwesterorganisation gegründet, ja. Und so. Und wieder, das ist für mich auch wieder so ein klassischer Fall, ja, wo Sie also mit dabei sind als die
diejenige, die die dolmetscht und überträgt und gleichzeitig mit dabei auch mit ihrem, also das, was, also wer sie sind, ja. Empfinden Sie das auch rückblickend, also, oder wie blicken Sie zurück auf diese 1990er Jahre? Also so aus dem Blick aus dem Jahr 22 waren es wunderbare Jahre. Also die haben im Grunde alles das erfüllt, was man ja immer so als Ideal gesehen hat. Es waren Kontakte, es waren Gespräche, es waren offene Gespräche. Gerade weil Sie sagen, Versöhnungsmirenji 95, das war ja eine Aktion eines sehr guten Bekannten von uns, von dem Wolfgang Egerter. Dieser Wolfgang Egerter, der hat eben sofort Kontakt geknüpft mit Leuten um diese Zeitschrift Tschechien Europa, also Mitteleuropa, und das waren Namen wie Rudolf Kutschera, Milan Hurány, Emanuel Mandler, Bohumil Doležal, also das sind jetzt die, die mir jetzt so schnell einfallen. Und das waren alles Leute, die nicht etwa geduckt haben und gesagt, ach, wir bösen Tschechen, genauso wenig, wie es der Wolfgang Egerter machte, sondern es waren Leute, wir müssen sprechen über unsere Vergangenheit, wir haben gemeinsame Vergangenheit, wir haben böse Zeiten. Also es war eine tolle Diskussionszeit, es war so, dass man sich vorstellen konnte, es wird auf die Weise alles gelöst. Das war also zum Beispiel Smirchenyi. Die anderen Weg beschritt dann die Ackermann-Gemeinde. Da war ich auch noch 90, glaube ich, war es schon, oder war es noch 89, schon 90, war ich bei dem ersten Treffen mit Tschechen. Das war in damals noch Marktredwitz, und da kamen die Tschechen rüber über die Grenze, das war ja sehr einfach. Da hat also ganz toll gewirkt, eben Franz Olbert, aber auch der leider schon jetzt verstorbene Otte, Pater Otte, der also da also ganz großartig auftrat. Er konnte ja noch sehr gut Tschechisch, hatte seine zum Teil ja sehr dramatischen und drastischen Erinnerungen, war ja Gefängnispfarrer. Und weil ich in dieser Zeit zum Beispiel auch sehr viel mit Straffälligen respektive mit dem Strafgesetz zu tun hatte, stieß ich immer auf Worte dann aus irgendwelchen Gesprächen, die ich nicht kannte. Also das waren Fetjaci. Was sind Fetjaci? Kein Wörterbuch konnte mir sagen, was Fetjaci sind. Es war gerade an dem Tag passiert, sage ich, also so ungefähr, wenn er, das wusste ich ja, dass es aus dem Gefängnisjargon kommt, und frage also den Pater Otte, was sind Fetjaci? Dann fängt er furchtbar an zu lachen. Das weißt du nicht. Naja, das sind Drogensüchtige, gell, und dafür gibt es halt diesen schönen Begriff und so weiter. Also das war locker und dennoch sehr, sehr wirklich auf das Thema konzentriert, und da wurden dann schon zum Beispiel diese Treffen in Tepl, im Kloster Tepl vereinbart mit den Themen. Die Themen waren großartig. Also all das geschah ja damals, und da war also, das war von der Ackermann-Gemeinde, aber auch die Seliger-Gemeinde, da war ja noch damals der Volkmar Gabert wirklich noch sehr agil und sehr tatkräftig. Auch da gab es dann wieder tolle Begegnungen, auch Sachen, die beide Seiten irgendwo verletzend gefunden hatten, wurden auch ausgesprochen. Zum Beispiel die Behandlung vom Seliger von der tschechischen Seite. Also alle diese Sachen kamen damals zur Sprache, wurden besprochen, und es waren schöne Gespräche. Es war wirklich in der Beziehung eine tolle Zeit. Naja, und dann kam halt dann auch das, was halt dann das ganze Politische betraf. Also es kamen dann ja Minister hierher und Minister rüber. Die Minister rüber fuhren seltener. Die umgekehrt irgendwelche Ministerialbeamten fuhren nach Pilsen sehr oft. Da gab es also eine ziemliche Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium. Das war also durchaus erfreulich. Also es gab auch diese Gespräche zuhauf. Also ja, und die Landsmannschaft hatte ja dann jedes Jahr, einmal oder zweimal im Jahr, auch eben junge tschechische Journalisten eingeladen. Da war eben auch Petruška Šustrabauer, auch der Vondráček da, der Filmmensch, waren also bei den... David Vondráček, genau. Und sein Bruder war auch dabei. Das waren immer relativ große Gruppen. Auch die Schneiberger war, also alle diejenigen, die man gelegentlich dann auch in der Sudetendeutschen Zeitung genannt bekommt, die waren damals bereits da. Und es wurde eigentlich auch eine schöne Zusammenarbeit angefangen, geknüpft. Es ist leider alles dann ein bisschen wieder versandet, würde ich sagen.
Also sagen wir mal, manche sind ja schon alt genug gewesen. Das, ja, und es ist vielleicht, es ist einfach auch so, dass es inzwischen eine, also eigentlich läuft. Ja, ja, es läuft, dann, ja. Es ist selbstverständlich geworden. Es ist viel, viel selbstverständlicher geworden und der Austausch und die Begegnungen, es fanden ja auch diese, an der ganz höheren Ebene, diese gegenseitigen Besuche von der Ministerpräsidentin. Ja, also das ist einfach, ja, es ist selbstverständlicher. Ja, ja, ja. Und diese Aufbruchzeit, die bleibt einem viel stärker in Erinnerung, als dann, wenn es läuft. Hm. Das, was läuft, ist ja dann eigentlich eher fade. Ja, wobei, wer weiß, also vielleicht kommen nicht, jetzt also doch spannendere Zeiten. Also ich wünsche mir das nicht, aber nach dieser Corona-Erfahrung mit den geschlossenen Grenzen und... Ja, das war unschön. Das war auf beide Seiten was belastend. Ja. Mhm. Sie haben am Anfang auch gesagt, Sie sind eine Gablunzerin. Ich habe jetzt kurz im Kopf durchgerechnet, Sie leben aber wirklich wesentlich länger schon in München. Würden Sie sich auch als Münchnerin bezeichnen? Ja, schon. Also ich bezeichne mich eigentlich aber doch, ich als Münchnerin, doch, habe ich schon auch gesagt. Ja. Also ich sage es eigentlich seltener, ich bin Gablunzerin, ich sage es öfter wahrscheinlich, ich bin Münchnerin aus München. Oder man kann ja auch sagen, wo man sich zu Hause fühlt und das ist, glaube ich... Also ich bin ja auch jemand, der schon unterschreiben würde, dass man auch mehrere Identitäten haben kann. Also in dem Fall habe ich eine bayerische Identität, ein Münchner, und dann eben eine böhmische, eine Gablunzer. Oder, wenn man so will, politisch korrekt zu reden, deutsche Identität. Und jetzt noch eine letzte Frage noch. Eben wenn Sie schon so lange Zeit in München leben, und ich weiß, Sie kennen auch diese böhmischen Spuren, aber auch viele andere, München hat ja auch eine lange Geschichte, und wo ist eigentlich, haben Sie einen Lieblingsort in München, wo sind Sie gerne hier? Das können auch mehrere sein. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Am liebsten doch nicht so weit weg von meinem Wohnort, Wohnstelle, also im Nymphenburger Schloss, zum Beispiel im Botanischen Garten, da bin ich durchaus gerne. Da schon. Aber sonst? Ach ja, früher hat es mich immer zu den diversen Jugendstilgebäuden und Fassaden gezogen, weil Jugendstil gab es ja in Gablunz, das war ja eine Stadt mit sehr vielen Jugendstilgebäuden, da war die altkatholische Kirche war ein Jugendstilbau, dann gab es ein ganzes kleines Viertel, Jugendstilviertel. Also das war für mich schon was Besonderes. Schon deshalb, weil es damals in meiner Jugend alle anderen beschimpft haben, das sei so Schulstil, und mir hat es so gut gefallen. Und deshalb habe ich da eigentlich früher überall Jugendstilfassaden gesucht. Also die habe ich mir ja gesucht, also wohlfühlen, da kann man sich ja nicht hinsetzen. Wohlfühlen muss man sich hinsetzen, würde ich sagen können, aber ja. Ja, das ist ja wieder eine Verbindung. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich wahrscheinlich Ihr Leben, diese Verbindungen. Also, also für sich selbst, auch für die anderen zu schaffen. Und also die Verbindungen, das war schön. Und wie gesagt, die Zeit war schön. Nach 68, da konnte man viele Verbindungen und auch behilflich sein, da konnte man aktiv sein. Und genauso war es dann aber auch nach 77. Also wo dann die Charta 77 ja war und manche zum Verlassen ihres Heimatlandes gezwungen wurden, da gab es ja dann auch wieder sehr viele Verbindungen, sehr viele Kontakte. Aber sagen wir mal, ich bin schlecht in Kontaktpflege. Also die Leute müssen mich anrufen, ich rufe selten jemanden an. Und naja gut, und da bin ich halt nicht so gut. Aber es gab viele, viele Fälle zum Beispiel, wo ich immer gesagt habe, ist gut, dass die nicht anruft, da geht's ja gut. Also wenn jemand anrief, war er in Schwierigkeiten. Und wenn ich nicht angerufen würde, dann war ich mir sicher, da geht's jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe ja sogar eine Frau gehabt, die eigentlich eine glühende Kommunistin war. Und dann ist irgendwas passiert. Dann ist sie in München gelandet. Und irgendwann einmal hat sie mir dann gesagt, ja, also da muss eine Sudetendeutsche kommen, um ihr das Leben zu retten. Und so sagte ich, wieso denn? Ja, ich habe ihr das Leben dadurch gerettet, dass ich ihr einen Tee angeboten habe, gell? Also sowas gibt es auch. Und es war wirklich eine glühende Kommunistin, wie man sich sie nicht vorstellen kann. Respektive, sie war es dann eben später nicht mehr. Sie war es also
ursprünglich, wie sie herkam. Naja, also das waren so Begegnungen ganz auf der menschlichen Ebene. Das waren dann nicht Minister, das war dann eben ja auch was Schönes. Ja, das gehört auch dazu. Ja. Also ich wünsche Ihnen, dass es noch so viele Begegnungen gibt und doch auch, Sie müssten ja auch nicht arbeiten, aber man hört Sie und sieht Sie trotzdem immer wieder immer arbeitend, aber immer noch. Also ich wünsche Ihnen, dass es auch einfach auch solche Arbeiten kommen oder Aufträge, die Ihnen Freude machen und auch eben menschliche Begegnungen. Und danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Und vielleicht noch, das haben wir uns am Anfang gedacht, die Mikrofone haben ukrainische Farben hier. Das, glaube ich, wurde von der Tontechnik nicht unabsichtlich gewählt. Also vielleicht auch in den Gedanken tatsächlich an die Regionen. Das, was jetzt in der Ukraine geschieht, da war ich ja nicht mehr in der Tschechoslowakei, aber genauso wurden mir es dann beschrieben, wie dann die Russen 21. August 68 einmarschiert sind. Und da waren wir nämlich auf unserer Hochzeitsreise und ganz weit im Bayerischen Wald drin, hatten überhaupt keine Ahnung vom Geschehen, was sich überhaupt tut, hatten auch kein Radio, kein Fernsehen, gar nichts und kommen abends heim, haben schon unterwegs immer wieder irgendwelche Manöverfahrzeuge gesehen und haben gesagt, Mensch, jetzt waren die Amerikaner doch solche Deppen und haben diese, es nannte sich Manöver Weißer Löwe damals. Und dann kommen wir heim, 11 in der Nacht, und wir wohnten damals bei der Tante meines Mannes, und die kommt, ruft schnell eure Eltern an. Ja, warum denn? Ja, die sind in fürchterlichen Ängsten, weil wir wollten eigentlich nach Prag und sind einfach im Bayerischen Wald hängen geblieben, weil es uns gefallen hat. Und dann sagen die, ihr sagt sie eben, ja, die haben so viel Angst, und dann erfahren wir erst in der Nacht, was da in Prag passiert ist. Wir haben das nicht gewusst, und es war natürlich fürchterlich. Naja, also jedenfalls, die Geschichte wiederholt sich ja jetzt, nur in viel größerem Ausmaß halt. Ja, also. Danke auch für die Einladung. Ich hoffe, es war nicht zu unkoordiniert. Ich habe mir da 4 Blätter vorbereitet. Die hätten eigentlich eine Vorlesung gehört, aber die hätte ich halt dann so nach und nach abgearbeitet. Aber ich glaube, die Art, wie es Frau Jürgens gemacht hat, war entschieden besser. Und vielleicht haben Sie davon jetzt auch mehr gehabt. Aber falls Sie Fragen hätten, Sie können mich gerne noch fragen. Genau, das wollte ich sicherlich auch noch anbieten. Aber ich glaube, jetzt die Filmaufnahme kann auch zu Ende gehen. Und wenn jemand noch was wissen möchte, genau, Frau Heißig ist noch da. Also nochmal einen schönen Abend und danke.